So, Par 4. 330 Meter. Was für Eisen nimmst? Eisen 5. Eisen 5? Da steht wer am Knick. Da steht wer am Knick, da wollen wir nicht hin. Wir wollen weiter rechts. Jetzt geht's. So, Eisen 5. Eisen 5 über den Wald. Es geht um 3 Skins. Ja, über den Wald da drüber. Ich weiß nicht, ob man durchleuchten sieht. Ja, geraschelt hat es ein bisschen groß. Ja, schon wieder fett. Hat geraschelt. Mir zumindest würde ich es meinen, weiß nicht. Behauptet Dietze. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Aber wir werden es dann gleich sehen. Finden sollten wir ihn. Dietze, holst 3? Ja, ich bin unschlüssig. Ich bin auch unschlüssig. Ich denke jetzt mittlerweile, das Hybrid wäre vielleicht besser. Wobei dann der Miss recht schlecht wäre. Ich wollte zuerst sogar einen Driver spielen. Ja, Holz 3 passt ja, glaube ich. Komplett abkürzen. Ist halt ein wirklich schräges Loch. Weil es um die Ecken geht. Ein sogenanntes Dogleg. Ein schräges Loch. Ein Hundefuß. Ein Hundefuß. Ein Hundebein. Im Hintergrund wird geschimpft. Der Platz fordert alle Spieler. Ah, der ist perfekt. Genau quer über den Wald drüber. Gute Länge, guter Treffer. Viel besser kann man den, glaube ich, nicht schlagen. Ich werde es mit dem Hybrid probieren, nachdem der Dietze gerade ein großartiges Dreierholz rausgehauen hat. Die Höhe ist das einzig Schwierige da, gell? Ist ja früh genug steigt. Ja, von Markus, der ist aber auch, Mike ist auch gleich drüber. Der soll passen. Am rechten Fairway-Rand. Rechter Fairway-Rand, ja. Are you ready? Ja. Wieder Eisen 9, 134 Meter. Sollte passen. Sollte passen. Eisen 9, 134 Meter, leicht bergauf. Der Bunker lacht her. Hinten auch, das ist ein bisschen bitter bei dem Loch. Guter Hieb, leicht links. Ja, sollte passen, oder? Mit den Grünen ganz easy. Wie viele Meter haben wir noch? 104. 104, was kommt für großer Schlag? 7 Eisen. Ja. Eisen 7. Was ist das, ein Pitching Wedge? Ja. Aus der 9 Uhr Position. Zu spät, da 10. Ah, das ist überhaupt. Na. Liegt. War aber wahrscheinlich nicht der beste Schlag heute. Bislang. No risk, no fun. Schauen wir. Der schlechte Putt ist immer besser als der schlechte Chip, aber living on the edge. No risk, no fun, das ist mein Motto. Living on the edge. No risk, no fun, das ist mein Motto. Ah. Danke für den Exkurs. 97 Meter leicht bergauf, aus dem Semi-Rough. Ich werde es mit einem kurz gegriffenen Gap-Wedge versuchen. Ich hoffe, das passt von der Länge her. Sollte einigermaßen passen normalerweise. Ah, der ist rechts. Hier links. Hier links. Ah, zu viel Spin, Spin schon wieder runter. In der Kürze liegt die Würze. Welcher Schläger? Gap-Wedge. Feel the bounce? Gibt's ja, einer soll Spar machen von uns. Wäre wichtig. Schenk. Nein. Der Mike hat gesagt, nicht geschenkt, leider. Was ist dein Plan? 58 Grad, Lob-Wedge. Anfang grün und dann langsam ausrollen. Aber jetzt wird es wichtig sein, dass ich den Chip hinbringe. Stell dir vor, der Mike gewinnt das Loch, das wäre total unverdient. Das wäre doch was. Das wäre das klassische Skins Game. Das wäre was. Ja, passt gut. Geht hin. Ah, geschenkt? Ja, geschenkt. Okay. So, Mike, jetzt nur K3-Part, das wäre bitter für den Dietze.
Weil das kann immer ein Dreipart werden aus der Situation. Und ja, ich habe das Paar eingetütet. Ja, den hängt hat er 4 Skins. Ja, den hängt hat er 4 Skins. 3. Oje. Geschenkt. Und damit kann der Dietze befreit einparten. Gut gefangen. Dietze mit dem Putt zum Paar. Sehr gut lang aus. Sehr guter Putt gewesen. Sehr schöner Putt. Bleibt stichgrad. Der profitiert von dem Spiel. Der profitiert von dem Spielmodus, ein Wahnsinn. 180 Meter, Paar 3. Es geht um 4 Skins und Magic Mike probiert es mit dem Eisen 6. Good luck. Boah, Volltreffer. Leicht rechts? Ja, am Grün ist er mal. Das erste Paar soll kein Problem mehr sein. Dietze, was kommt bei dir für Schläger? Eisen 5. Ich werde es dann mit dem Eisen 6 probieren. Magic Mike kommt jetzt in die Partie rein, jetzt wird es gefährlich. Boah, der ist schlecht. Weit links. Im Auto liegt er noch. Reingesprungen oder nicht? Das ist die Frage. Professional? Professorisch? Ja, rauf einmal. Professorischer Ball. Eisen 5. Dann ist der Druck wiederum bei mir. Bitte. Der ist rechts. Bunker. Sicher. Eisen 6. Schau mal da raus ein bisschen. Locker. Santa Claus am Rad. Na, go. Go, bounce. Go hard. Boah, ist der gut. Scheiße. So, Chip mit dem Gap Wedge. Den safe. Boah, der ist schwer. Die bricht überhaupt. Boah. Ah, ich steck da gar nicht so weit hinten, ne? Na, vorne steht. Okay. Chip mit dem Gap Wedge, steht sie, ha? Ja, was noch? Hinlegen, ja. Oh, der bounced rechts, der hat einen Lack. Ja, der passt gut. Und noch besser. Geht sie mit dem Bunkerschlag zum Bogi. Muss der ihn ewig lang. Jetzt wird es schwierig, Dietze, für dich. Ja, gut. War vor dem Bunkerschlag jetzt auch nicht. Du hoffst auf uns. Hast der Goal, wie Putt zum Birdie und um die 4 Skins zu gewinnen. Mein Putt ist auch noch nicht geschenkt, habe ich gehört. Und dementsprechend werden wir beide uns das Ganze jetzt ausspielen. Putt zum Birdie, kein leichter Putt. Für 4 Skins. Bricht weit rechts. Oh, da lässt er sich noch einen schweren Putt übrig. Putt zum Paar. Wie bricht er? Extrem strichige Grüns. Wichtig ist, den Grain richtig zu lesen, den Graswuchs richtig zu lesen. Diese kommt von der anderen Seite. Nicht ganz. Und dementsprechend wird diese wahrscheinlich das Loch nicht gewinnen. Dietze wird jetzt hoffen, dass wir das Loch teilen. Ja, ist mir relativ wurscht. Noch genug zum Spielen.
Ey. Ah, schade. Scheiß Batter, Alter. Bogi. Bad 4-4 Skins. Oder was? Halleluja. Nein! Ja! Bitte! Bitte! Darfst du dich? Paar 5, 505 Meter. Eisen 2. Eisen 2. Jetzt geht's um viel. Um 5 Skins. Auf dem Paar 5. Loch 9. Oh, leicht links. Komm einer. Komm einer. Komm einer. Baumfeld. Liegt er noch? Ja. Okay, sehr gut. Treffer war richtig gut. Ich gebe mir das Ganze mit dem Driver. Nach dem bitteren Auftritt im vorigen Loch. Schauen wir, was da jetzt geht. Ah, der ist wieder vor, glaube ich. Vor! Vor! Dietze mit dem Driver. Der ist weg. Der Draw ins Out. Der Draw, ja. Der linksstrahlende Draw. Wir glauben, dass nur mehr wir zwar das Loch. Reload. Reload. Pizza. Oh, der ist perfekt. Oh, jetzt kommt der leichte Cut. Vollstrich Cut. Ein Rechtshänder Cut. So, der Layup mit dem Eisen 6. Den Schlag aufs Grün. Von hier traue ich mir nicht zu. Wie lang wäre das noch, Mike? Ewig lang. 284. Ja, viel zu lang. Okay, naja, schauen wir, was geht. Schlechte Balllage, harter Boden. Aber man muss da nicht herschießen. Unbedingt. Wow, so der Kontakt. Sollte passen. Wir können ja nicht schießen. Stimmt. Wie lange hast du noch? 266, wenn ich es voll triff. Holz 5, passt ja, genau. Sollte passen. Roll drauf. Kehre nicht. Am Loch 10 in Tal, weißt du noch? Das sind genau aus der Distanz gleich aufs Grün gekommen. Warum habe ich denn so weit geschossen? Vielleicht nicht, weil du ihn gut getroffen hast. Na, wegen die Kurve. 250, Anfang Grün, Holz 5. Jetzt kannst du berühmt werden mit Schlag 2 am Paar 5. Holz die Daumen. Zwischen die Bunker wollen wir rein. Schlag 2 auf den Paar 5. Der sichere Schlag rechts rüber. So schlecht. Ja, zumindest liegt das sehr safe. Nichts passiert. So, Dietze, Schlag 4. Zum Birdie. Hüp, hüp. Wo ist er? Linkes grüne Eck. Ja, ein Bogi geht's in der Locker aus. 95 Meter. Und der Regen im Gesicht, also es wird bald schütten. Letztes Loch, 2-2-0, es geht um 5 Punkte. Glaubst du, dass wir einen Abbruch machen müssen? Ich glaube, ja. 10 Uhr Gap Wedge. Kommt gut raus. Ja. Wie lange noch? 72 Meter, 60 Grad, gemütliche 10 Uhr.
Gemütliche 10 Uhr mit dem 60 Grad Lobwedge. Richtung sehr gut. Spin zu weit links. Schau. Bei meinem Ball. Dann batten wir beide zum Birdie. Dietze mit dem Schlag aus dem Bunker. Schlag Nummer 5 zum Paar. Etwas zu lang. Magic Mike mit dem Putt zum Birdie. Der Regen ist im Anflug. Putt zum Birdie. Geschenktes Paar. Mike, bist drauf? Ja. Dann werden wir einhängen zum Birdie. Dietze puttet noch zwischen rein zum Triple Bogey. Sehr gut, danke. Nein. Dietze, bist du wieder nüchtern? Dietze? 6 Tulpen habe ich gehabt. Ja, passt. 6 Bier ist ja dein Standard. Da passiert nichts. Also, was für Eisen nimmst? Eisen 4. Eisen 4, jetzt riskiert er alles. Loch 10, Paar 4. Boah, das ist gut. Genau richtig. Boah! Ich glaube, du weißt nicht, ob der so in der Richtung ist. Richtig gut! Schon? Eins. So, du mein. Boah, mir ist kalt. Boah! Es geht nur um 6 Skins. Das ist quasi vier. Schon die Vorentscheidung. Der erste Matchball. Wie lang ist das Loch überhaupt? So eine Uhr? 18.50. War das die Uhrzeit? Das Loch ist 18.50. Eisen 4. Ich muss ihn aber treffen, das ist das Bittere, nach der langen Pause. Ach, der ist schlecht. Der ist schlecht, go! Boah! Hungern ist er! Ja, bist du schon, der ist schlecht. Hübi Dita Ditata. Was? Was soll ich da? Du, der Maike hat einen Vorteil, jetzt einen zweiten Kaltstart heute. Ja, gut aufgeteilt. Er kämpft gegen die D-Box. Handschuhe aus, Helm ab und kämpft mit dem. Boah, der ist boah. Gut. Die Hunde sind gut mit Kaltstart. Der kartet die deine. 77 Meter. 10 Uhr Sandwich. 6 Skins. Der behindert mich da permanent. Was tust du jetzt? Der spaziert da vor mir herum. Die Fahne ist richtig bitter gesteckt, finde ich. Ja. Lieber zu lang, jetzt kurz, würde ich sagen. Hinten ist nämlich laut, gell? Tipp von mir. Fahne ist gesteckt, voll aus. Geh bitte! Reservieren, soll ich reservieren? Ja, da ist die voll auf dem Stock, gell? Ja. Die liegt ja beide da. Ja. Also ein Böhm, ich bin schon, ich hab schon drauf gedrückt, kannst du wieder abdrücken. Wie viele Meter hast du? 65 Meter, Regen geht wieder los. Es kann sein, dass es zu einem Stechen ausartet. Aber mein zweiter Schlag war mal denkbar schlecht. 77 Meter zu kurz, weil ich Angst hatte vor dem Out. Das Rixen Lady. Das Rixen Lady spielt der Dietze? Ja. Probeschwinge erlaubt? Nein. Aufsetzen erlaubt? Ja. Wir sind in einer Penalty Area. Du weiter, jetzt nicht auf Zeit schinden gehen. Es fängt gerade wieder zum Regnen an. Boah, das ist gut. Wow. Weltklasse! Weltklasse! So Mike, wie viele Meter hast du noch?
62 Meter. Aber das hättest du jetzt nicht abmessen. Ein Meter weniger. Direkt vor mir. So, wichtig wäre, dass wir mit dem DZ teilen können. Fett. Etwas zu kurz, da läuft auf den Chip Butt raus. So, Chip Butt wäre für unser Programm. Aggressiv spürs. Was für ein Schläger? 60 Grad. 60 Grad, warum? Weil ich gerade beim Stopp. Super Strategie. Aggressive, too long. Geh bitte. Was ist das für ein Schlag gewesen? So, Pitching Wedge. Ochte hast du dann? Dann ist sie aus. Ja, für die schon. Für die ist dann vorbei. Für den Mai hinein. Du kannst dann die Heimreise antreten. Das ist gut. Stopp. Ist lang. Magic Mike, mit dem Versuch zum Paar, das Loch schenkt mir den Dietze leider. Bitter nach dem Kaltstart. Ja, geschenktes Bogey. So, wäre wichtig. Das ist kein gutes Spiel. Was ist dein Plan? Ich habe schon gesagt, Skins, das kann halt so. Skins kann bitter enden. Ja, auf der 10 aus. Ja, ganz aus ist er nicht. Ja, ja, aber. Ist nicht, aber ich werde ihn einfach reintun. Da sind auch noch 8 Skins oben. Am Ende hat er 2. Der Putt zum Quasi-Sieg. Der Putt zum Sieg. So, Dieter. Quasi. 8 Skins noch offen für 6 Skins. Na, gekommen. Na, gekommen. So, Ready Golf, Magic Mike fängt an. 8-2-0 für den Dietze. Ist da nicht irgendwo, aber. Nach der unglaublichen Performance am Vorloch mit dem Birdie. Ich hab's befürchtet. Magic Mike brennt heiß. Ja, ja, da ist er. Was für Eisen hast du geschlagen? Eisen 5. Wie lang ist das Loch? 266 direkt, 283 laut Bodenmarkierung. So, Dietze, der Führende, der Großmeister. Ah ja, sehr guter Schlag. Genau in den Knick rein. Ja. So, Eisen 4. Volle Attacke. Das kann man besser treffen. Wie lang? 90 Meter, ein bisschen bergab. 60 Grad. 91 Meter, 60 Grad Wedge. Voll, aber. Ja. Was wir nicht vergessen dürfen, aufgrund des Regens haben wir normalerweise etwas weniger Rückwärtsstrahl. Circa die Hälfte an Spin geht verloren durch einen nassen Ball. So viel Zeit auch. So, 70 Meter, 10 Uhr Sandwedge.
DZ parkt sich wieder mal im Weg. Ich bin komplett irre regulär. So. Sie! Geh komm! Was sind das für Schläge jetzt? Schläger, Schlag. Sandwich. 56 Grad. 50 Meter. So, Mike. Ja. Schlag Nummer 3. Wir müssen safen und dem Dietze das Leben ein bisschen schwerer machen. Hat gut ausgehört. Sehr guter Chip Peach oder was auch immer das war. Wow. Tiefer Boden nach dem Regen. 52 Grad Wedge. Chip in. Chip. Den kann man mal treffen. Auch. Ah. Beide geschenkt, sehr gut. Eins, zwei. Und der Dietze partet wieder zum Lochgewinn. Zum Birdie und Lochgewinn. Den Reed durch die Beine von Mike. Sensationell. Ganz große Szenen, leider nicht auf der Kamera zu sehen. So Dietze, häng ihn ein. Na bitte, nee, dann ist wirklich aus. Er macht den. Ah, come on. Geschenkt. So, Ready Golf. Eisen 5, wieder Ready Golf. Ich bin immer ready. Immer ready, Eisen 5. Wohin spielst du? Nach rechts? Nein. Dietze und ich sind gespannt. Oh, das ist perfekt. Ja, er hat sogar spielt rechts. Ja, das war eine klassische Täuschung. Der ist perfekt, ja. Der passt schon. Super. Aber Schuss. Wenn es weiter rechts bist, du rechts. Tarnen und täuschen. Die jetzt mit dem Hübi. Ja. Bin gespannt, ob das nicht zu lang ist, aber okay. Es geht um zwei Skins. Ich bin jetzt gar nicht mehr so aufs Skins sammeln eingestellt. Jetzt wirst du so richtig. Ja, locker lässig spürst du es beenden. Ich brauch gar nichts mehr haben, oder? Ja, der ist fein. Perfekte Linie. So, Balltreifen ist angesagt. Eisen 6 über den Buschen. Besser. Treffer zumindest. Gut, so weit rechts, aber ist okay. Bis drauf, 122 Meter. Pitching Match. Ich hoffe, dass die Äste nicht im Weg sind. Das wäre bitter. Oh, schaut gut aus. So, wie viele Meter haben wir noch? 106. 106? Ja. Schläger? Weiß ich nicht. Auf 53 Grad bergab, 56 Grad voll. 56 Grad voll. Bin ich gespannt, ob sich das ausgeht. Ich glaube nicht. Mike komplett demotiviert jetzt. Extrem. Ah, der ist recht. Das zieht mich so an. Bunker wieder wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Schade, schade, schade. 98 Meter. Ja, Gap Wedge. Gap Wedge. Dietze schon wieder in der Lauerstellung, um zu punkten. Spur kurz, schaut er aus. Ja. So, Max mit dem dritten Schlag aus dem Bunker. Jetzt braucht's was Magisches.
Magic Mike. Spur zu lang. Trotzdem meiner Meinung nach ein super Schlag. 25 Meter Bunkerschlag. Dietze mit dem Putt zum Birdie. Etwas unsicher. Ich weiß nicht, ob der. Der ist genau da, aber. Keine Ahnung. Noch da, aber. Oh ja, ein kleiner Wadelbeißer noch. Komplett. Tapert. Ja, das ist so ein Witz. Papat vom Dietze. Das ist so lauwarm. Na. Geschenkt. So, zwei Putts für zwei Skins. Das passt. Ja. Geschenkt.